denken wir an Krokodile, so fallen einem die aus dem Wasser ragenden Augen, das Schuppenkleid und die vielen Zähne ein. Wir alle wissen, dass Krokodile warmes Wetter und Sümpfe mögen. Daher leben sie in Afrika, Asien oder Amerika. Doch das war nicht immer so. Vor einer langen Zeit lebten Krokodile dort, wo heute alles voller Eis ist. In der Arktis. Aber wie sind sie dorthin gekommen? Und warum sind sie nicht erfroren? Damals sah die Arktis ganz anders aus und war nicht voller Eisberge. Die Sonne schien so stark, dass Palmen wuchsen und sich die Krokodile pudelwohl fühlten. Es war richtig, richtig heiß, weil Gase, also kleine luftähnlichen Teilchen, von der Erde zum Himmel aufstiegen. Wo die ganzen Gase herkamen, ist jedoch noch nicht ganz klar. Viele Forscher streiten sich, weil jeder eine andere Meinung dazu hat. Ein Teil der Forscher ist davon überzeugt, dass ein ausbrechender Vulkan der Grund für die vielen Gase war. Andere Forscher behaupten wiederum, dass sich Gase aus dem Wasser gelöst haben und dann mit der Luft verschmolzen sind. Warmes Wasser kann nämlich viel weniger Gase festhalten als kaltes. Doch warum ist die Vergangenheit der Krokodile für uns so wichtig? Auch heute steigen wieder sehr viele Gase von der Erde in den Himmel. Und erneut streiten sich die Forscher um die Ursachen. Manche behaupten, dass die Menschen nicht vorsichtig genug mit ihrem Planet, der Erde, umgehen. Zum Beispiel entstehen große Müllberge, weil wir viel zu viel Müll produzieren. Eine andere Möglichkeit ist, dass Abgase der Grund sind. Diese entstehen unter anderem durch zu viele fahrende Autos. Genau wie damals bei den Krokodilen könnte sich unser Wetter verändern. Das würde uns und den Krokodilen überhaupt nicht gefallen, dass sich unser Lebensraum stark verändern würde. Doch das muss nicht passieren. Deswegen ist es wichtig, Müll zu vermeiden. Und das Auto manchmal lieber stehen zu lassen.